Herzlich willkommen zum Videotutorial von www.fotobuch-anbieter.com zur Cinebook Fotobuch Software. Heute wollen wir euch zeigen, wie wir eine Doppelseite mit einem Hintergrundbild, einem großen und zwei weiteren kleinen Bildern ausgestalten können. Hierzu laden wir das als Hintergrundbild definierte Foto einfach mal in die Doppelseite rein. In einem zweiten Schritt müssen wir dieses reingeladene Foto als Hintergrundbild definieren. Dazu gehen wir rechts oben auf Hintergrund, dann auf Bild und das Hintergrundbild definieren wir hier und es wird auf den gesamten druckbaren Bereich ausgedehnt und steht uns jetzt in dem Fotobuch zur Verfügung. Wir könnten jetzt hier unter Deckkraft zusätzlich ein wenig Pep aus dem Bild nehmen und ein bisschen mit Transparenzen spielen. Da uns aber die Farben in dem Foto so gut gefallen, lassen wir das Foto genauso wie es ist. Und ziehen jetzt den kleinen isländischen Wasserfall einfach in die Doppelseite rein. Das Foto können wir hier anpassen und richten es dann an der rechten Seite auf. Wir wollen das Foto etwas besser auf dem starken Hintergrund zur Geltung kommen lassen und wählen deswegen einen Schatteneffekt hinzu. Jetzt ist dieses Bild auf die Doppelseite integriert. Wir wollen jetzt auf der linken Seite ein ebenso großes Foto haben und machen es uns hier ganz einfach und kopieren einfach das bereits vorhandene Bild und fügen dieses direkt wieder ein. Es legt sich nun automatisch über das bereits vorhandene Bild. Wir können es nehmen und auf die linke Seite rüberziehen. Jetzt kommt eine nette Hilfslinie von Cinebook ins Spiel, die uns anzeigt, wann das Foto genauso ausgerichtet ist und parallel zu dem rechten Foto. Jetzt lassen wir es einfach los, ziehen ein drittes Foto aus unserem Ordner einfach in dieses Foto rein. Der Schatteneffekt wurde durch das Kopieren bereits mit übernommen und haben jetzt eine bereits sehr schön gestaltete Doppelseite, wollen aber jetzt hier zusätzlich noch ein wenig Text unterbringen und gehen hier in die obere Navigation unter Textfeld hinzufügen. Klicken einmal kurz drauf. Das Textfeld wird jetzt von der Cinebook Software in die Seite eingefügt. Wir passen dann das Textfeld ein wenig an, schieben es hier recht rüber und richten es mit der Hilfslinie wieder an dem Bild aus. Schreiben jetzt einfach mal rein, Island ist sehr schön. Wir könnten jetzt hingehen und die Schrift ein wenig vergrößern, indem wir das A mit dem Pfeil nach oben ein paar Mal klicken. Die Schriftart verändern können wir hier an der rechten Seite. Cinebook stellt hier eine Auswahl von Schriftarten zur Verfügung. Die Farben können definiert werden. Zusätzlich kann man noch fett, kursiv, unterstrichen und die Ausrichtung des Bildes definieren. Wir lassen die Doppelseite jetzt mal so, wie sie ist. Und schon ist eine Seite fertig gestaltet. Wir hoffen, wir konnten euch helfen und bei unserem nächsten Videotutorial zur Fotobuchsoftware eines anderen Anbieters wieder begrüßen. www.fotobuchanbieter.com, Ihre Vergleichsseite für Fotobücher im Internet.